Wir sind jetzt hier beim zweiten DBVC Sommercamp im Jahr 2015 und neben mir steht Michael Tomaschek, der kurz was zu seiner Session gestern zur systemischen Aufstellungsarbeit erzählt, die aus meiner Sicht unglaublich gut eingeschlagen hat bei den Leuten. Vielleicht erzählst du kurz, was du gemacht hast und was für dich so die sinnleitenden Punkte waren. Ja, danke, dass es angekommen ist. Die Idee war, den Teilnehmerinnen und Teilnehmern die Strukturaufstellung ein bisschen näher zu bringen, auch im Vergleich zur allgemeinen systemischen Aufstellung und vor allem dann spezifisch in dem Kontext Organisation und Projektorganisation ein paar Formate vorzustellen, die im Coaching vielleicht hilfreich sein könnten. Und wir hatten dann einfach auch das Glück, dass einige Teilnehmer ein paar Beispiele einbringen konnten, die wir dann live aufgestellt haben und darüber reflektiert haben, was das für den Coaching-Kontext heißt, welche Formate man übertragen kann, von den Methoden her, auch in der Einzelarbeit oder in der Arbeit mit Teams oder Gruppen. Also, warum bin ich zum Sommercamp gekommen? Einmal wegen der wirklich guten Nahrung, dem wunderschönen Heidelberg bei prachtvollem Wetter, reizenden vis-à-vis Menschen, die ich hier aus meiner Heimat Österreich treffe, und vor allem der inhaltlichen Nahrung, der Inputs von Menschen, die ich faszinierend finde. Ja, und ich bin da einfach aus Österreich, aus Wien, um zu sehen, wie Deutsche so sind im Coaching-Bereich, weil das einfach auch für mich noch nicht so bekannt war. Und es ist sehr spannend, dieser Austausch mit den hochdeutschen Freunden. Das klingt ja sehr spannend. Und ich habe viele neue Sachen kennengelernt, tolle Personen kennengelernt. Es war echt gut, da zu sein. Mhm. Interkultureller Austausch. Heute vom Vortrag von Günter Mohr. Völlig korrekt. Ich habe ihm jetzt am Schluss gesagt, das Tollste ist für mich bei einem Vortrag, wenn ich das Gefühl habe, ich möchte rausgehen und möchte was umsetzen. Ich bin angefixt, ich hab Lust, damit zu arbeiten. Und genau das ist ihm gelungen und das finde ich schön. Also für mich ist das Wichtigste beim Thema internes Coaching, dass wir die zwei Perspektiven haben. Wir sehen das so. Die eine Perspektive ist dieses Thema der interne Coach, der auch in dieser Rolle arbeitet, aber eben auch die Führungskraft, die in dieser Teilrolle des Coaches ist. Das kann ja immer nur eine Teilrolle von Führung sein. Und das finde ich ganz, ganz wichtig, darauf zu schauen. Wo entwickelt sich der Trend? Wo geht der Trend hin? Ganz sicherlich einmal zum Thema mehr internes Coaching, weil wir Kulturveränderungen dadurch auch erreichen, weil es ein Mehrwert ist für die Mitarbeiter, für die persönliche Entwicklung und so weiter. Und eben auch in der Führungsarbeit, glaube ich, ein wichtiges Mehr an Wert, den die Führungskraft schaffen kann, wenn sie diese Rolle auch einnimmt. Ich habe aus deinem Vortrag ja auch gesehen, du hast dich bezogen auf einen Artikel von Gary Hamel, der grundsätzlich sagt, let's fire all the managers. Und hast es ja auch fortgeführt auf heuer, sozusagen, wie muss sich Führung ein Stück weit ändern. Wenn du es ein Stück weit zusammenbringst, was ist der wichtigste Faktor oder was sind die wichtigsten Änderungen, die wir uns gerade anschauen müssen? Mhm. Also aus meiner Sicht hat es ganz viel mit den gesellschaftlichen Entwicklungen zu tun, dass eben das Thema auf Augenhöhe miteinander reden ganz wichtig ist. Das ist die eine Facette. Die andere, das hat auch mit den gesellschaftlichen Entwicklungen zu tun, ist, dass dieser Rollenimperativ verloren geht. Also so sehen wir das, dass eben jemand, der jetzt Vorstand ist, Geschäftsführer, Professor, nicht einfach deswegen, weil er in dieser Rolle ist, akzeptiert wird, sondern dass man sehr genau prüft, welchen Mehrwert schafft die Person für mich und wie kann ich mit ihr in den Dialog treten, immer wieder auf Augenhöhe.